Reaction. Wir reagieren heute auf ein Video vom guten Christian Solmecke. Sehr guter Mann, by the way. Schaut gerne mal vorbei bei Wilroy Boch und Solmecke oder ich weiß nicht genau. WBS Legal. Schaut gerne mal vorbei. Die machen richtig viele Videos. Die gucken sich immer so YouTube-related Themen aus der Sicht eines Rechtsanwalts an. Heute befasst sich der gute Christian Solmecke, der miese Profi, mit ApoRed, mit dem ApoRed Comeback und seiner komischen Trading-Gruppe. Für die, die es noch nicht wissen, ApoRed ist wieder back in Arabien, in in Dubai. Hat sich da wieder eingenistet, sagt er, ist wieder Rich Mitch as fuck, der reiche Hase unterwegs und hat sich direkt erstmal in seinem ersten Video von da mit einem komischen Trading-Coach irgendwas getroffen. Und versucht euch irgendeine komische Gruppe anzudrehen. Geil. Ich habe davon absolut null mitbekommen. Deswegen finde ich geil, dass ich jetzt so ein bisschen unterrichtet werde. Aber wir sind ja selber auch so ein bisschen am investieren. Vielleicht haben wir ja nach dem Video eine neue Investmentmöglichkeit gefunden, Deko. Ich glaube nicht. Ich wollte bei der Gelegenheit gleich mal reingucken, wie eigentlich gerade meine Dinger stehen. Ah, ich bin bei 9% plus bei Embracer Group und 8% plus bei Microsoft. No! Schau bei Deko vorbei, kommt jetzt in unsere Gruppe. Los! Meine Gruppe, Junge, habt ihr auch geilen Lambo-Mambo vor der Tür stehen? Der schlaue Hase, Alter. Okay, auf geht's. Vor rund einem Jahr hat der YouTuber ApoRed den Insi-Modus aktiviert. Mit anderen Worten, er hat gesagt, mir kann sowieso nichts passieren, ich bin insolvent. Und jetzt das. Nachdem es lange Zeit ruhig um ihn war, meldet er sich zurück aus dem feudalen Dubai und sagt, kein Problem, Leute, der Insi-Modus wird bald deaktiviert. Wir wollen uns mal anschauen, ob das so einfach geht. Kann ich eine Insolvenz anknipsen und wieder ausknipsen? Und wir schauen auch mal, womit ApoRed jetzt möglicherweise Geld verdient. Er gibt nämlich Trading-Tipps, beziehungsweise arbeitet er mit seinem Kunden. Wie ist das? Ich wusste gar nicht so, ich dachte, wenn man jetzt sich insolvent meldet. 7 Jahre, habe ich gehört, muss man dann erstmal von Krümeln leben. Ich glaube, es wurde reduziert. Ja? Also, mein letzter Stand war 7 Jahre. Okay. Aber ich dachte, du musst irgendwie so erreichbar bleiben. Ich hätte es nicht gedacht, dass man einfach sagen kann, ja, okay, ich bin da mal in Dubai und wenn mich die Rechtlichkeit irgendwie erwischen will, dann müsste halt gucken, ob sie meine Adresse rauskriegen in irgendeinem Tower in Dubai oder so. Gute Frage, weiß ich nicht. Also, vielleicht wird das ja erzählen aber im Video. Vielleicht sagt er was dazu. Kumpel zusammen, der Trader ist und sagt, wie... Timme schreibt gerade früher 5, jetzt 3 Jahre Insolvenz. Ich bin auch der Meinung gehört zu haben, dass sich verkürzt hat, aber 3 Jahre fände ich schon krass kurz, weil dann kannst du eigentlich wirklich Scheiße bauen ohne Ende. Machst dann eben kurz Privatinsolvenz, chillst 3 Jahre lang dein Leben und dann ist es vorbei. Aber wie gesagt, mein letzter Stand war sogar 7 Jahre. Aber lass jetzt mal ein bisschen laufen. Ja, wir gucken, sorry. Wie man optimalerweise Aktien handeln sollte. Ob das so seriös ist, werfe ich auch einen Blick drauf und ich schaue mir an, was ApoRed bei der Werbung für seinen Kumpel alles so falsch macht. Also, bleibt dran. Nicht werbemarkiert wahrscheinlich. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rund um das Thema ApoRed weiter auf dem Laufenden bleiben wollt. Denn wir berichten ja schon seit einiger Zeit über den Kollegen und Mimi hatte vor ein bisschen über einem Jahr aufgedeckt, dass ApoRed pleite ist. Kurz für diejenigen, die es nicht wissen, Mimi ist ein anderer YouTuber, der immer mal wieder über fast Jahrzehnte hinweg gefühlt schon Beef hatte mit ApoRed, die haben sich immer wieder hin und her gedisst und beleidigt und Shitstorm und alles mögliche. Den Namen einordnen kann. Und man, der hat krasse Infos gehabt, wo man sich gefragt hat, wie ist der an diese Infos gekommen, Alter? Schon gestört gewesen damals. Digga, also der einzige Weg eigentlich, wie er an die Infos gekommen sein kann, die er hatte, er muss sich irgendwie eine Cloud zu irgendeiner Cloud von ApoRed Zugang gehabt haben oder weiß nicht, irgendeine Festplatte von ihm im Müll gefunden oder so, keine Ahnung. Der hat ja sogar irgendwelche Rohschnittdateien. Der hat ein Video gehabt, wo ApoRed Werbung gemacht hat für Raid Shadow Legends und er hatte eiskalt die Outtakes davon. Krass. Was übertrieben cringe war, ne? Ich meine, Werbung zu machen für Raid Shadow Legends ist schon sehr cringe. Ja. Aber die Outtakes von der Werbung für Raid Shadow Legends sind unfassbar cringe, ey. Da muss er echt eine Festplatte irgendwo gesnackt haben, ne? Er muss irgendwie, ja, oder an die Cloud rangekommen sein oder sowas. Vielleicht hat ApoRed jetzt auch seinen Cutter nicht bezahlt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er irgendwie die Rohdaten. Er war Genshin Impact, okay, sorry. Es war Genshin Impact. Und jetzt ist es ein bisschen komisch, dass ApoRed sich zurückmeldet und sagt, klar habe ich pleite, aber ich bin in Dubai und jette da durch die Gegend, wohne in Hotels. Und er hat aber eine Erklärung, wieso das möglich ist, wieso man einerseits pleite sein kann und andererseits sich in Dubai vergnügen kann. Hört's mal selber an. Für den einen oder anderen Hasen, der sich gerade denkt, wie kann das sein? Das ist Modo? Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich...
Also das muss man übersetzen. Hier ist der ein oder andere Hase, der denkt, was macht der Aporetta chillt around the world? Das versteht man noch. Ich dachte, der ist broke moke. Mit anderen Worten, ich dachte, er ist pleite. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass es Cap ist. Also dass es in seinem Slang, dass das Lüge ist. Also er sagt, hey, alles Lüge, dass ich insolvent bin. Das, so muss man die Aussage daher verstehen. Langsam checkt man. Aber offiziell demnächst Insi-Modus auch deaktiviert. Alles. Offiziell demnächst Insi-Modus auf deaktiviert. Warum redet man so komisch? Also warum redet man nicht so ein bisschen normaler? Warum für alles irgendwelche Codebegriffe reinbrezeln? Er hat schon eine sehr, sehr wilde Art zu reden. Aber ich muss sagen, den Hasen nutze ich mittlerweile auch manchmal. Nein. Ah. Digga. Ey, der soll sich mal lieber ein gutes Mikrofon kaufen, weil entweder liegt das an Solmecke oder es liegt an ApoRed, dass der Sound bei dem richtig im Eimer ist, ey. Ich werde auch bald ein separates Video dazu machen, etc. ppp. Deswegen alles. Bin ich sehr gespannt. Es ist wirklich nicht Modo. Video, also das werde ich mir dann natürlich auch anschauen und gucken, wie das geht. Fakt ist jedenfalls, in Dubai ist er zum Business-Hasen geworden, denn er gibt Trading-Tipps, beziehungsweise empfiehlt er Trading-Tipps seines Kumpels Lukas. Und er sagt auch, wie er 5.000 Euro mal eben so locker angelegt hat und daraus deutlich mehr Geld gemacht hat. Und das zeigt er hier, machen wir auch, indem er mit Lukas zusammen zu sehen ist und einfach wie man schnell Geld vermehren kann. Aber sagen wir jetzt als Beispiel, ist auch lustig. So, ich nehme jetzt einfach mal so 5.000 Euro oder so. Ne? Ja. Kannst du mir helfen? Ja. Freunde, ist mir egal, ich jumpe 5.000 Euro rein. Ja, und ApoRed ist drin. Ja, also, Klängern hat sich das Ganze mal näher angeschaut. 5.000 Euro rein, da jumpt er rein und in kürzester Zeit wird daraus mehr Geld gemacht. Und die Erfolge, die sind wirklich beeindruckend, wie ihr hier seht. 6 Tage jetzt am Start am Traden und ich habe mittlerweile über einen Taui schon gemacht. Das heißt, wenn wir das einmal... 6 Tage ein Taui? ...machen... haben wir 5k Profit auf lecker. Das Einzige, was 5k Profit, okay, machen wir es, Freunde, wir müssen einfach nur hier. Aber vor allem... auf lecker. Digga, das ist... Wo ist das Jugendwort des Jahres? Auf lecker, Digga. Auf nicht lecker. Auf Locke oder auf Lock, sondern auf lecker. Auf Lock ist das. Digga, genau, auf lecker. Wie geil ist das denn, ey? Auf aber lecker. Ich finde das schon sehr krass, hier seinen Zuschauern quasi zu erzählen. Hier, ich habe 5.000 Euro eingesetzt und im einen Monat mache ich einfach nochmal damit 5.000 Euro Profit. Also innerhalb von einem Monat einfach verdoppeln. Easy, okay. Easy, auf lecker. Ja. Also finde ich schon sehr wild von den Versprechen hier. Hier raufgehen, Freunde. Einfach nur, indem man unten auf den Link klickt. In die Gruppe kostenlos und er wird euch von A bis Z komplett helfen. Was würdest du? Und Lukas hilft kostenlos. Sagen, wie viel Zeit hast du wirklich investiert, ganz ehrlich, um den Tausender zu machen? Über 1.000 Euro. Also ich bin ehrlich, 10, 15 Minuten maximal. Hab kurz. Also 10, 15 Minuten, um die 1.000 Euro zu machen. Auf die Notifications geachtet. Mit 5.000 Euro. 10 Minuten Arbeit. Das kann auch jeder. Kurz aus der Gruppe reingekommen, nachgemacht, copy-paste. 10, 15 Minuten und lass dich mal jeden Tag. Also wirklich easy peasy. Jetzt ist aber der Gag, YouTuber Klängern ist dann in diese Gruppe auch reingegangen, hat sich das mal ganz mal näher angeschaut und ist dann zum Entschluss gekommen, in der Gruppe gibt es zwar Tipps von irgendwelchen Leuten, die da ebenfalls in der Gruppe abhängen, aber eben nicht von Lukas. Wenn man zu Lukas in die Gruppe will, naja, dann muss man noch in eine zweite Telegram-Gruppe und wie ihr hier seht, dafür muss man vorher erstmal 300 Euro irgendwo einzahlen. Ja! Also ganz so kostenlos, aber wie ApoRed das hier sagt, ist es auch nicht und dann kommt... Aber du musst die 300 Euro nicht an diesen Lukas bezahlen, sondern du bezahlst quasi die 300 Euro auf sowas wie Trade Republic, also so ein Online-Broker. Und damit dealst du dann halt quasi, machst deine Aktientrades. Ah, das heißt also, es ist kein Geld, was ich als Kosten habe, sondern es ist mein Kapital, was ich zum Gamblen habe, sag ich jetzt vom mal. Vom Prinzip her, ja. Okay. Das Ding ist aber, dass es so läuft auch, also dieser Broker ist sehr, sehr unseriös. Wenn der übermorgen seine Schotten dicht macht, ist dein Geld weg und... ist halt irgendwo auf, ich weiß nicht wo, Jungferninseln oder sowas. Plus, das ist wohl für diesen Lukas so ein Bonusprogramm, weißt du? Werbe jemanden, der 300 Euro auf sein Konto einzahlt und dafür bekommst du dann 100 Euro oder irgendwie sowas. Nachher zu einer App, die heißt irgendwie T4Trade. Da hat sich Klängern aber auch angeschaut, wer steckt hinter der App, ist sie dubios oder nicht? Dass T4Trade eine Firma ist, die auf den Seychellen sitzt. Genauer gesagt, hier, in diesem seriösen... War ich mit Jungferninseln gar nicht so weit weg? ...diesem Gebäude, direkt neben diesem seriösen Spielcasino. Sieht doch vertrauenserweckend aus, oder? Also... war das gerade ein Boomer-Moment oder warum hat er nicht rübergeschaltet? Ja, vielleicht wollte er das Video nicht so weit, so viel abcapturen. Ah. Ich hab mich auch gefragt gerade. Ich hätte gerne gesehen, das Casino. Es sah gerade so richtig aus, so, oh scheiße, eigentlich wollte ich rüberschalten, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Egal, wir machen einfach weiter im Text.
Richtiger Boomer-Moment, ey. Aber okay. Was hier gerade noch bei mir im Chat geschrieben wird, was mir immer noch ein Rätsel ist, dass so viele Leute, egal in welchem Alter, gibt, die solche Chakos auch noch Aufmerksamkeit geben. Normale Menschen müssen schwer arbeiten für ihre paar Kröten im Monat und Apo bekommt die förmlich hinten reingeschoben. Ja, also es gibt ja einige Leute, von denen ich behaupten würde, dass sie die Aufmerksamkeit und das Geld, damit, was sie damit verdienen können, nicht verdient haben, weil sie damit auch sehr viel Scheiße bauen. Aber ja, das ist halt leider so, ne? Die App selbst, ja, kommt ihm etwas komisch vor und dubios und deswegen sagt er, ich würde da jetzt irgendwie nicht rein investieren und nicht in meine 300 Euro dafür ausgeben, dass ich da irgendwie weitergehe. Also, schon dubios, was ApoRed dort empfiehlt. Wir gucken uns gleich nochmal genauer an, ob er dabei auch noch Fehler macht bei den Empfehlungen. Das kann ich jetzt schon sagen. Da geht nicht alles ganz glatt. Außerdem noch, wir gucken uns auch an, ob er wirklich bald den Insi-Modus deaktiviert. Also bleibt dran, das ist spannend. Aber er hat jetzt was anderes. Er sagt, nix da, ich trade und mache ganz schnell ganz viel Geld. Wo liegt der Fehler? Naja, der Fehler liegt darin, dass er das eigentlich alles kennzeichnen müsste, denn das ist sehr sicher Werbung im Sinne der Landesmedienanstalten. Ja. Man sieht auch, hätte's auch hier, gedacht. Er macht überall in seinen Stories Werbung für seinen Kumpel hier. Freunde, das Krasse ist, viele kamen dann noch auf und zu, wollten das Gleiche auch machen und ihr habt da auch nochmal rasiert, dass das... Also auch da, macht das hier in seiner Caption. Das erste ist ein Link auf den Kumpel Lukas. Also schaut mal bei uns. Da ist überall entweder Werbung oder in Instagram ist auch, wenn wir über irgendwas, irgendwen markieren, so alleine schon, ist auch immer Werbung drin, wenn wir Werbung für Triebwerk machen in den Videos, wieder so ein geiler Werbeblock, steht oben eigentlich immer Werbung, außer Jeremy, vergiss das mal wieder. Nee, aber sonst achten wir da wirklich immer drauf, dass immer überall Werbung steht. Das musst du auch alles machen. Alles ordentlich markieren. Ja, also ich meine, sonst wird ja einfach mega unnötig dann... ist theoretisch das Leben zur Hölle gemacht, wenn da die Medienanstalten yes. aufmerksam werden. Oh yes. Die ficken einen komplett weg. Ja. Das macht auch keinen Spaß. Die machen auch echt, da kommen dann böse Strafen auf einen zu. Das Ding ist aber, wenn er jetzt in Dubai ist, gelten dann die deutschen Gesetze noch für ihn? Ja, das werden wir jetzt erfahren durch Christian, ne? Hauen wir mal rein. Das wäre halt so, was mich interessieren würde, ja. Spricht einfach alles dafür, dass Lukas ihm ein bisschen was abgibt, dass das nicht nur eine reine Gefälligkeit ist. Und da sagt die Landesmedienanstalt, da gibt es also einen Leitfaden der Landesmedienanstalt, Werbekennzeichen bei Online-Medien. Für euch vielleicht ein Tipp, ja, wer den... Langweilig! Video, den verlinkt in der Caption. Wie muss man alles drin. Wann Videos kennzeichnen? Und da ist es so, wenn ich Beiträge über Produkte mache und eine Gegenleistung bekomme, dann muss ich entsprechend das auch. Gegenleistung ab einem Wert von Taui, ne? So habe ich das zumindest gelernt. Würde ich so nicht unterschreiben, aber wir sagen einfach mal, ja. Yeah. Da steht ganz viel irgendwas mit 100 Euro. Also sagen wir mal lieber Deko ganz schnell. Wiederhol das nochmal und sag 100 bitte für unser Finanzamt. Ab 100 Euro, oder? Ja, genau, ab 100 Euro war das, ja. Okay, ab 100. Werbung kennzeichnen. Ansonsten droht ein Bußgeld und nicht zu knapp. Das sind bis zu 50.000 Euro, die hier ApoRed drohen könnten. Also auch da eine ganze Menge an Knete. Die habt ihr gehört? 50.000 Flocken, Digga. Weil du einmal nicht Werbung reingeschrieben hast. Was für eine unnötige Fickscheiße. Ja. Digga. Ja, dafür ApoRed auf dem Ticker stehen könnte. Außerdem natürlich Abmahnungen von Wettbewerbern, von Wettbewerbsvereinen. Also da ja, ist keine Kleinigkeit. Klänger hatte dann auch noch was anderes, einen anderen Fehler mit aufgedeckt, den seht ihr hier. Euch haben in den Kommentaren dazu geschrieben, so ey, es müsste doch irgendwie mal rechtliche Konsequenzen für den Typen geben. Bei all dem Bullshit, den er mal gemacht hat, irgendwie was. Laut Mimi ist ApoReds Wohnort für die deutschen Behörden aber unbekannt, weil er keinen Bock auf die hat. Komisch. Aber warte mal, es gibt doch da eine deutsche bürokratische Sache, die uns dabei helfen müsste. Die wunderbare Impressumspflicht. Ja, können wir direkt mal reinschauen. Impressumspflicht, klar, hat er natürlich recht. Haben wir auch. Wissen, wo wohnt der haben eigentlich. Haben wir, ja. Aber die Frage ist halt ApoRed uns. ApoRed hat kein Impressum. Jetzt kommen wir der echte offiziell angelehnt, ey, geil, ey. Steht da was? Da kann man ihn suchen und sieht seinen Namen, geht man auf die Lupe, findet man die Veröffentlichung, dann hat man natürlich auch die Adresse von ApoRed. Und da wären wir auch voll drin im Insolvenzverfahren. 22. Und wir gucken uns Ende mal 22. an, wie der Stand ist. Ganz am 9. September 2022 ist es eröffnet worden um 12.50 Uhr wegen Zahlungsunfähigkeit. Und die Frage ist, inwiefern kann man diesen Insi-Modus jetzt so schnell wieder ausknipsen und deaktivieren, so wie ApoRed es gesagt hat. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Normalerweise kann man erst nach 3 Jahren die Restschuldbefreiung nach 301
Insolvenzordnung beantragen. Und dann hat man das Glück, dass man quasi keine Schulden mehr hat, kann man vereinfacht so sagen. Aber das geht erst nach 3 Jahren. Also insofern... Krass, wieso hatte ich 7 im Kopf? Andere Möglichkeiten, wie ApoRed hier das Insolvenzverfahren beendet hat. Ich glaube, 7 ist, glaube ich, die ganze Dauer. Danach bist du schuldenfrei. Ja. Aber er meinte ja, nach 3 Jahren kannst du es beantragen, quasi, ne? Wenn es getilgt ist schon. Okay. Also wenn du in den 3 Jahren geschafft hast, alles rückzuzahlen, musst du nicht in den letzten 4 Jahre auch noch im Insolvenzverfahren rumpimmeln. Mhm. Aber ich glaube, nach 7 Jahren, wobei jetzt mittlerweile sind es vielleicht auch 5 Jahre, keine Ahnung, ist dann, ob du alles zurückgezahlt hast oder nicht, bist du quasi schuldenfrei. Okay, Alex schreibt auch gerade, es waren bis vor kurzem noch 7. Okay. Haben könnte, ja, es gibt noch 200 Insolvenzordnung. Aufhebung des Insolvenzverfahrens, sobald die Schlussverteilung vollzogen ist, beschließt das Insolvenzgericht die Aufhebung. Das könnte natürlich sein, dass schon an alle alles verteilt ist. Aber ihr seht hier unten auch, der Beschluss dieser Verteilung ist bekannt zu machen, öffentlich bekannt zu machen. Und da muss man ja sagen, ja, diese öffentliche Bekanntmachung ist nicht passiert. Also insofern, beziehungsweise wir gucken direkt nochmal rein, ja, dass wir schauen, ist hier irgendwas? Nee, der letzte Eintrag, den ich jetzt hier sehe, ist das korrekt? Ja, vom 17. November 2022. Also da ist jetzt nichts Neues drin. Das müsste aber hier stehen und normalerweise ist sowas dann auch sehr schnell zu veröffentlichen, einen Tag nach der Anordnung. Also insofern hier tatsächlich nichts Neues. Also dann weiß ApoRed offenbar mehr als hier steht. Er sagt ja bald alles deaktiviert. Gut, warten wir das mal ab. Die Frage ist, was ist jetzt, wenn er 5.000 Euro so pro Monat bekommt und kann man sich das überhaupt leisten, dass man, wenn man insolvent ist, so feudal lebt? Ja, grundsätzlich kann man auch während der Insolvenz natürlich weiterarbeiten, muss einen Teil des Geldes, was man verdient, kann man auch behalten. Jetzt hat ApoRed hier Geld aus seiner Selbstständigkeit als Influencer und da muss er den Betrag an den Insolvenzverwalter abgeben, den er auch als Angestellter, wie bei so einem fiktiven Dienstverhältnis, verdient hätte. Das ergibt sich aus 295a der Insolvenzordnung. Soweit der Schuldner eine selbstständige Tätigkeit ausübt, obliegt es ihm, die Insolvenzgläubiger durch Zahlung an den Treuhänder so zu stellen, als wenn er ein angemessenes Dienstverhältnis eingegangen wäre. Also da muss er das zurücklegen, was er sonst verdient hätte. Wenn er natürlich jetzt hier locker 1.000 Euro in 15 Minuten verdient, dann ist natürlich cool. Dann kann man sagen, als Angestellter kann man so viel Geld nicht verdienen, kann er natürlich noch einiges mehr obendrauf behalten. Muss man... Erstmal muss er es angeben, ne? Ich denke nicht, dass er irgendwas angibt. Also 0 Euro angegeben... Das ist die Abfall. Frage jetzt, ne? Können Sie gegen ihn verwenden, dass er sagt, er hat eben 5.000 Euro in einem Monat verdient mit seinem komischen, geilen Trading-Tipps? Mal schauen, wie das alles so abgestimmt ist mit dem Insolvenzverwalter oder dem Treuhänder. Also insofern, man kann natürlich auch in der Insolvenz noch ganz schön leben. Man sieht das bei Boris Becker, der ist ja auch insolvent und trotzdem zeigt man sich immer mal wieder einen schönen Luxusurlauben. Ganz interessant, was so alles geht. Ich werde die Sache auf jeden Fall an dieser Stelle weiter beobachten. Wer das mitverfolgen will, sollte den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Hier noch 2 Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt gesund, liebe Leute. Wir sehen uns morgen in alter Frische schon wieder. Tschüss und bis. Okay, also cooles Video. Ich habe mir allerdings noch ein bisschen mehr Infos erhofft, muss ich sagen. Ich stehe jetzt so ein bisschen irgendwie im Leeren da. Ja, es kam mir so ein bisschen so vor, als wir müssen mal irgendwie so ein Video reinbrezeln. Wir haben hier ein Werbeplacement mit hier Finanzguru. Was passt denn da gerade? Ja, da kann ich irgendwas. Warte, da guck ich mal kurz da rein. Abfahrt, los, Finanzguru, let's go. Nee, aber sonst mag ich ihn wirklich sehr, sehr gerne und ein bisschen hat er was dazu erzählt. Aber die ganzen Fragen, die wir eigentlich so uns gestellt haben, die sind alle komplett offen. Und lauft nicht den ersten komischen Influencer hinterher und drückt den irgendwas ins Arschloch rein. Finanzfluss genau, kann ich auch empfehlen. Jager schreibt's gerade, investiert das Geld für einen Sub in die Losers, das ist die neue Meta. Genau. Exakt, Muchachos. Wir empfehlen auch gerne... Wir geben euch Lebenstipps. Wir empfehlen, in unseren Twitch-Account rein zu investieren oder auch in unseren Merchandise, Triebwerk und Instant Gaming.